und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Grimes hat seinen Paris Rebuild in der Version 3.1 geupdatet, was ich richtig stark finde. Wer den Mod jetzt nicht kennt, ich zeige es euch mal ganz kurz auf der Karte. Ich habe jetzt Traffic auch mal ausgemacht. Das ist so ein Mod, wo mal Paris ein bisschen überarbeitet worden ist, wo Paris ein bisschen realer dargestellt wird. Aber das sieht ja gleich, wenn ich da ein bisschen durchfahre. Das sieht richtig, richtig schick aus und das macht richtig Laune. Hier ist auch ein kleiner Mod. Man braucht jetzt hier wirklich nicht viel zu beachten. Einfach downloaden, in den Mod-Ordner packen und dann geht es eigentlich auch schon los. Wir fahren jetzt praktisch diese neue Querstraße. Ich habe jetzt mal Traffic komplett ausgemacht, nur dass ihr es mal seht. Bei Traffic wurde hier auch ein bisschen dran rumgeschraubt. Einmal hat er, glaube ich, ein bisschen mehr Traffic reingemacht. Jetzt, glaube ich, wurde es wieder ein bisschen reduziert, weil es anscheinend in der City ein bisschen zu viel Traffic war. Und man dann auch nicht mehr so richtig zurechtkommt oder beziehungsweise vorankommt. Man will ja auch schließlich mal ein bisschen vorankommen. Deshalb will ich die Standard-Traffic dann einfach mal lassen. Aber nur, dass ihr es mal seht, was jetzt hier gleich so auf euch zukommt. Ich habe jetzt auch einen Hänger mal weggelassen hier, oder? Und dann könnt ihr einfach mal zugucken, wie das jetzt hier so aussieht. Hier steht ein Schild ein bisschen weiter in der Straße, aber okay. Also wie gesagt, die Straße gibt es ja offiziell nicht, ne? Das mal gleich nochmal hier erwähnt. Wir kommen jetzt hier nochmal rein. Hier ist auch nichts hinzugekommen, Neues. Wir haben einfach nur ein komplettes Update für die 1.43. Ist ja kein Beta mehr. Schon lange eigentlich nicht mehr, aber nichtsdestotrotz hat dann hier Grimes gesagt, komm, ich muss den Mod auch wieder aufmöbeln, der ist immer wieder gefragt. Und daher hier das Update. So, jetzt kommt erstmal hier so eine schöne Mauer. Und da kann man jetzt sehr schön langfahren, es kommt eine fette Kurve. Ich kann es mir erlauben, hier ein bisschen zu schnell zu fahren, weil ich habe ja keinen Anhänger dran. Und jetzt geht es eigentlich schon los hier mit den typischen französischen Häusern hier, mit dieser Bauart, mit dieser Bauweise, die soweit ganz okay aussieht. Ganze Stein hier und so. Man kommt jetzt erstmal so bergtechnisch runter. Habe ich eine andere Kameraperspektive? Ne, habe ich auch nicht, ne? Und jetzt kommt schon los, indem wir hier, dass wir hier reinkommen in Paris. Und dann haben wir hier schon mal ein bisschen Tohu Wabohu. Das nenne ich immer so gern. Hier volle City, sage ich mal so ein bisschen. Das ist noch gesperrt, da ist frei. Ich gucke mal schon auf die Karte. Da kann man nämlich auch einmal im Kreis fahren. Das zeige ich euch jetzt eigentlich mal. Das gefällt natürlich einem schon richtig gut, wenn du in die Stadt kommst. Ich meine, Paris ist jetzt riesengroß und man kann auch diesmal von der Seite reinfahren. Ansonsten musstest du auf der Karte hier erstmal, wenn du hier rüber wolltest, hier zu deiner, hier ist ja die Garage hier, erstmal hier außen rumfahren. Ne? Das war mal ein bisschen doof. Mit dieser Querstraße bist du natürlich schneller unterwegs und einmal schneller durch Paris durch. Genau, dann haben wir hier noch ganz viele Plakate und hast du gesehen. Ich hoffe, dass der SCS hier das vielleicht mal auch mal ein bisschen überarbeitet. Würde mich freuen, wenn das kommen würde, aber nur, dass ihr mal gesehen habt. So, hier kommt jetzt ein Kreisverkehr, da wo wir dann nochmal abbiegen müssen, aber sieht alles sehr freundlich aus hier, oder? Und das finde ich gut. Paris ist eine schöne Stadt, viele sagen, Paris ist dreckig, mag sein, hier und da ist es bei uns auch dreckig, aber Paris ist eine schöne Stadt und ich, wie gesagt, unabhängig davon, ist ja schön, dass hier Grimes das gebaut hat. So, wir haben hier jetzt, das will ich euch auch noch zeigen, passt mal auf. Wir haben nämlich hier gleich noch die Tanke und von der Tanke aus kann man ein bisschen, Moment, hier, nee, genau, hier ist ein Hotel, also hier ist Parkplatz, hier ist Hotel und dann kann man von hier aus ganz, ganz toll, ganz romantisch abends sich den Eiffelturm anschauen. Ich glaube, der leuchtet sogar, ich kann ja mal kurz testen, Lichttest machen. So, ich bin jetzt mal so frech, fahre jetzt über den Bordstein. Blub, 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 blub. Das ist der Hotel hier. Dann habt ihr hier euren schönen Berliner Fernsehturm. Quatsch. Und ich meine, man kann hier, ich weiß nicht, ich glaube, der ging dann irgendwann mal an, glaube ich, ne? Ich muss mal gucken, gehen jetzt hier die Gebäudelichter an überall? Ein bisschen warten, bis die Gebäudelichter angehen hier überall. Und ich meine, der hätte eigentlich leuchten sollen. Hier. Der Pariser Eiffel Plasteturm. Nee. Hier überleuchtet aber den. Ach, jetzt leuchtet er. Jetzt ist er. Und wenn du weiter weg bist, dann leuchtet der natürlich nicht ganz so extrem, wie es jetzt hier ist. Moment. Sag mal, du bist jetzt hier. Warte mal, ich fliege jetzt mal. Ui. Weil der leuchtet ja original von der Entfernung. Wenn ich jetzt mal bloß mal hier so hingehe, hier so. Ein bisschen weiter entfernt. Oder bist du weit weg, ne? Jetzt ist er ganz weg. Bist du weit weggeflogen? Verdammt. Jetzt bin ich ganz weit weg, ne?
dann gehen wir wieder zurück. Egal. Auf alle Fälle leuchtet ja hier recht schön, ne? In der Nacht. Das nur mal so zum Zeigen, ne? So, gehen wir zurück. So eine coole Idee, oder? So, nichtsdestotrotz kann man dann hier weiterfahren. Geht es dann hier wieder raus. Es ist alles sehr schön gemacht. Also ich habe den Mod, glaube ich, schon länger nicht mehr vorgestellt. Aber mir gefällt es mit den ganzen Bäumchen hier. Die, oh, so typisches Paris-Flair. Hätte ich immer gesagt, mit den Cafés und so. Aber ich kann euch mal, warte mal. Machen wir Traffic nochmal anmachen. Traffic machen wir mal auf 1. Wollen wir nicht übertreiben. Standard. Nur, dass ihr es mal gesehen habt, ne? Da geht es, glaube ich, nämlich irgendwo gleich mal. Ist jetzt gerade aus. Ne? Wir fahren jetzt mal ein Stück. Genau, da kann man nämlich fahren. Jetzt pass mal auf. Hier geht es auch nochmal weg. Da kommt man nämlich zu LKW-Lok. Und hier ist auch ganz interessant das Fußballstadion von Paris Saint-Germain. Auch hier mit reingebaut. War natürlich in den letzten Versionen überall auch schon mit dabei. Aber es sieht natürlich schick aus, wenn du hier dann noch vorbeifährst. Ne? Hier haben wir noch LKW. Und da ist dann Pariser Fußballstadion. Klar. Wo hier die ganzen Fußballspieler spielen, die man halt so nicht kennt. Ich kenne gerade keinen. Macht ja auch nichts. So. Also ihr merkt, ich habe hier Traffic 1 an, Traffic 1, und man merkt jetzt, hier ist schon gut Verkehr. Hier geht es auch mal zweispurig in die City. Aber es sieht alles richtig, richtig gut aus und es macht auch wirklich Laune, hier auch mal ein bisschen rumzufahren. Ob das jetzt zu LKW ist oder auch mal zur Tankstelle zu fahren, es wirkt sehr lebhaft hier alles. Und das finde ich halt richtig stark. Ne? Da geht es dann auch rauf in die City. Das finde ich auch richtig gut gemacht. Das zeige ich euch auch noch. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das muss man, die Franzosen, die fahren aber auch wie die Henker hier. Kann man da nochmal hinterfahren. Das finde ich eigentlich so die schönste. Hier ist, warte mal. Hier ist doch hier die Kirche, ne? Hier der Notre Dame. Hier links. Also alle Sehenswürdigkeiten mit eingepflegt in diesem Mod. Ah, guck mal da oben. Hier, wird leuchtet. Da, die Strahle am Himmel. Batman, Batman. Ist Batman, wurde ich auch mit eingebaut. Ja, was willst du denn mehr, liebe Leute? Also ihr macht hier nichts verkehrt, wenn ihr hier das macht. Ah, und der Bus. Bus ist auch mit eingebaut. Also das ist nicht hier irgendein Mod oder so. Der ist in die Mod inklusive, ne? Dieser Bus hier. Der ist mit dabei, ne? Und sieht auch richtig schick aus. Cool, oder? Also Notre Dame ist da. Schon wieder übrigens aufgebaut, ganz frisch. Sieht auch ganz cool aus hier. Viele Werbung mit dabei. Hier vorne steht noch ein Bus an der Seite. Ein paar Leute hüpfen rum. Das sieht alles richtig stark aus, ne? Kann man echt nicht meckern. Das sind genau die Busse, die dann hier auch in der Traffic rumfahren. Aber nur in Paris, ne? Ansonsten fahren hier unsere Standardbusse rum. So, kann ich gar nicht so schnell fahren. Und wenn ihr dann da vorne durch den Tunnel fahrt, da kommt jetzt nochmal so ein Stadttunnel, ist das. Oh, jetzt komme ich ja gar nicht vorbei, ne? Eieiei. Dann kommst du eigentlich automatisch wieder in die Original-SCS-Gegend. So will ich es jetzt mal nennen, ne? Braucht jemand ein Fahrrad? Könnte ja sein. Fahrräder sind gefragt. Also ich will nicht, ich fahre jetzt hier durch und dann komme ich eigentlich wieder zur kompletten Standard. Lass mich jetzt hier. Danke. Dann kommst du jetzt nämlich hier gleich wieder zur Standardkarte. Wenn jetzt unter was, nämlich hier vorne. Weil die Straße, glaube ich, gibt es offiziell auch nicht. Da, glaube ich, war abgesperrt oder so. Sieht auf alle Fälle ganz anders aus. Aber das ist dann hier auch, weil dann bist du jetzt hier bei der Standardkarte bei den Paris. Und so sieht es halt hier aus, wie es aussieht. Aber, Moment. Macht das immer gerne mit der Flycam. Hier vorne kommt dieses Standardding hier. Ich fliege nochmal zurück. Dann habt ihr ja hier. Moment. Hier sind wir ja vorher schon gefahren. Das ist ja diese kleine Allee. Kann man noch durchfahren. Wo die Leute alle spazieren gehen. War das hier? Jetzt muss ich mal schnell selber gucken. Ne, hier? Ja, ne? Ich muss selber schnell schauen. Hier war es nicht. Aber hier auf der anderen Seite. Da wurde noch ein bisschen gebaut. Nicht allzu viel. Das Original, glaube ich, unten ein bisschen, ne? In dieser Seitenstraße. Hier, genau, dieser große Busparkplatz hier mit den ganzen Leuten, den ganzen Bussen. Das sieht alles richtig gut aus. Also wurde schon ein bisschen was gemacht hier, ne? Und sieht dementsprechend auch
richtig, richtig schick aus. Also da wieder tolle Arbeit von Grimes hier sein, Paris Rebuild nachzubauen in der Version 3.1. Toller Mod. Ladet euch runter, ist wirklich nicht schwer runterladen, Mod unterpacken und dann gleich Spiel starten und dann geht es eigentlich schon los. Also wirklich guter Mod und wie gesagt, der spart euch eine Menge ein, wenn ihr dann hier diese Umgebung fahrt und hier ist es auch wirklich sehr schön durchzufahren. Hier diese Gegend ist wirklich sehenswert hier. Also das hier, also ich finde, das ist so der beste Part hier eigentlich, das hier alles außen. Ne? Das finde ich so das Beste am ganzen Mod. So, und wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann dürft ihr es natürlich gerne machen. Einfach kommentieren. Ansonsten will mal Daumen da lassen, Abo auf den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Grimes Paris Rebuild 3.1. In diesem Sinne, knitterfreie Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.